Die Zuschauerfrage der sechsten Kalenderwoche und meine Antworten. Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und heute gucken wir uns die Zuschauerfragen der sechsten Kalenderwoche an. Ich sage mal gleich vorab, im Moment geht alles ziemlich viel um Arbeitsrecht, aber wir werden auch wieder im Mietrecht was machen. Ich habe da auch schon Pläne, aber es ist immer so viel Neues hier im Arbeitsrecht, dass ich einfach im Moment nicht so richtig hinterherkomme. Fangen wir mit den Zuschauerfragen an. Erstmal ein bisschen witziger Kommentar, dachte ich, gemeint vielleicht, aber auch nochmal, um es zu erklären. Unsere sehr gefährliche Berufe, da sagt Martin HZ, Elektriker schlägt er so vor. Elektriker ist ein gefährlicher Beruf, natürlich, man kann unter Strom stehen und kriegt ein Ding geballert. Aber gefährlich meinte ich ja im Sinne eher von gefährlich, was das Arbeitsverhältnis betrifft. Man kann also relativ schnell gekündigt werden. Und da hat mir jetzt Elektriker nicht so eingeleuchtet. Oder meinen Sie damit, wenn der Elektriker irgendeinen Fehler macht, dass er relativ schnell mal einen Fehler macht und dann brennt ein Haus ab und Menschen kommen um? Also das vielleicht, aber so hat es mir noch nicht eingeleuchtet. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Elektriker als Mandanten. Ich weiß, keiner, den ich mich jetzt so speziell erinnern kann. Ich hatte sicher schon einen hier, aber also das müssen wir nochmal erläutern. Ich wäre auf meiner Liste, habe ich den im Moment noch nicht. Also sagen Sie mir ruhig nochmal, warum der so gefährlich ist. Außer, das meine ich ja nicht mit der Gefährlichkeit, dass man da zu Schaden kommt selbst, körperlich. Ja, das, solche Berufe, da als Jurist kann ich das gar nicht einschätzen, was da müssen wir uns die Unfallstatistik angucken. Alexander Weikert sagt zu negative Konditionierung im Arbeitsverhältnis, absahen, was geht, sagt der, das gibt es noch, ihr hättet viel dreistere Sachen erwartet. Zum Beispiel Vorgesetzte, die extra mehr Leute einstellen, was das Unternehmen eine 500.000 mehr kostet und nur damit die ein paar Euro mehr Gehalt bekommen, weil sie dann für mehr Leute verantwortlich sind, nehme ich mal an. Ja? Gut, da muss ich aber sagen, dreist ist das, aber das hat ja der Arbeitgeber auch ganz schön, leistet ja auch ganz schön Vorschub, wenn er das so macht, er lässt die Leute einstellen, selbstständig, die dann dadurch mehr Gehalt verdienen. Sowas gibt es natürlich, ja, aber ich würde da immer sagen, wenn der Arbeitgeber sich zu doof selbst verhält, dann ist es für mich jetzt auch nicht so interessant, ja. Aber danke nochmal für das Beispiel. Dann Jasmin D., gefährliche Berufe Verkäufer. So eine Situation hatte ich in meiner Verkäuferausbildung auch. Wenn man Streit mit dem Chef hat, hat man schnell mal eine Kündigung wegen Diebstahl am Hals. Zum Glück hat er eigenständig beim Gütetermin den Vorwurf schnell zurückgezogen. Da haben Sie wirklich Glück gehabt. Das passiert leider in meiner Praxis nicht so oft. Aber man vergleicht sich dann halt häufig, dass die Vorwürfe nicht aufrechterhalten werden. Dann Manni J. Habe eine Frage, wenn man einen Aufhebungsvertrag macht vom Arbeitnehmer gewünscht, um schneller bei einem anderen Arbeitgeber anzufangen, wirkt sich das möglicherweise auf das Arbeitszeugnis aus? Wissen Sie, es ist ja so, verhandeln Sie im Aufhebungsvertrag zumindest die Zeugnisnote schon mit, weil hinterher können Sie wenig machen. Wenn Sie ein Zeugnis haben, was 3 ist, womit Sie sich ehrlich gesagt nicht bewerben können, dann müssen Sie beweisen, dass Sie besser waren. Ja, und bei 4 und 5, also noch schlechter, muss der Arbeitgeber beweisen, aber Sie können Zeugnis 3 nicht gerichtlich nennenswert verbessern. Da habe ich auch schon genug Videos zu gemacht. Und dementsprechend haben Sie hinterher kaum noch Chancen. Ja? Und wenn der Arbeitgeber sich darüber ärgert, dass Sie abhauen, woanders hin wollen, was machen viele Arbeitgeber zurzeit vom Personalmangel, dann würde er Ihnen möglicherweise beim Zeugnis eine reinwirken. Also im Aufhebungsvertrag bitte Zeugnisnote zumindest mit verhandeln. Dann Martin Schulz mit dem Foto, es wird natürlich der Martin Schulz sein, ja. Ja, du nicht, also negative Konditionierung, absahen, was geht. Ja, du nicht, aber andere klauen ihm. Ich habe auch schon geklaut, natürlich verjährt Smiley. Das Hotel wird schon seinen Grund haben. Schließlich muss es im Konkurrenzkampf bestehen und die Zahlen müssen stimmen. Daher kann man die Klauer nicht einfach drauf losklauen lassen. Das war mein Beispiel, glaube ich, mit dem Bademantel im Hotel. Ja, gut. Ich verstehe ich doch. Ja? Ich habe nur gesagt, ich fühle mich da nicht so wohl. Ich mag das nicht, dieses Schildchen. Ja? Wobei ich hier im Büro, jetzt muss ich auch ein paar Schilder anbringen, nicht stören und so, weil ich hier auch mal ein bisschen die Dinge sortieren musste. Weiter geht's.
Befristung, Zeitbefristung, da sagt Timmy Lind, der Befristungswahn und das Hire and Fire vieler Unternehmen, gerade des öffentlichen Rechts, muss endlich aufhören. Nicht nur Beamte wollen ihr Leben leben und planen. Ja, sage ich auch. Gerade der Staat als Arbeitgeber hat man hier schon so oft, ja, und diese Unternehmen, Post und so, wo der Staat noch Einfluss hat, ja, die gebärden sich da am allerschlimmsten, die Hochschulen und so. Also haben Sie völlig recht, ist wirklich übel, ja. Aber sagen wir auch schon seit vielen Jahren passiert gar nichts. Dann zu den letzten Antworten auf die Zuschauerfrage fragt Nicole Nia. Meine Nachbarin unter mir ist Raucherin, der Rauch zieht regelmäßig durch mein Badezimmerfenster und die Balkontüre in meinen Räumlichkeiten und so weiter, beschwert sich. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Sie hat dann mit der Hausverwaltung geredet und hat gesagt, die soll so rauchen unter der Terrasse, dass der Rauch nicht in ihr Zimmer zieht. Also man kann jetzt, also was kann man tun? Die macht es kackdreist weiter. Was kann man tun? Man kann zwei Sachen machen. Man kann direkt gegen die Mieter vorgehen und man kann auch gegenüber der Hausverwaltung vorgehen. Also gegenüber dem Vermieter quasi. Ja, bei so Rauchsachen sehr schwer vorherzusehen, wie das ausgeht. Ja, wir haben ja einfach mal dieses Ding, dass sie doch privat relativ viel machen können und Rauchen ist adäquat, sozial adäquat immer noch. Aber wenn das jetzt so provokativ und mit Absicht erfolgt, dann würden wohl Unterlassungsansprüche bestehen. Ja? Und beim Vermieter ist immer das Problem, will man mit dem deswegen Streit anfangen? Ja? Und auch beim Nachbarn sollte das eine Überlegung wert sein. Also Nachbarschaftsstreitigkeiten, kann ich Ihnen nur sagen, sind übel. Ja? Dann LIT, bitte ein Video zu Union Avoidance und Union Busting. Ja, so hat man schon mal gesagt, ja, da mache ich was. Mache ich was, muss ich mir noch aufschreiben, aber da schreiben wir gleich auf, dass ich es nicht vergesse. So, dann Veltenser. Ist es zulässig, in einer Nebenabrede zur Autoüberlassung durch den Arbeitgeber die zu zahlende Selbstbeteiligung im Schadensfall ohne Differenzierung bezüglich der Fahrlässigkeit sowie zwischen privater und beruflicher Nutzung auszurufen? Oder müsste man bei leichter bzw. mittlerer Fahrlässigkeit während einer Dienstfahrt einen innerbetrieblichen Schadensausgleich nach 254 BGB analog gegeben sein? Ja, folgendes. Sie spielen zu Recht darauf an, während der dienstlichen Zeit haften Sie als Arbeitnehmer nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit gar nicht und für mittlere Fahrlässigkeit wird das gequotet. Und diese Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung müssten im Prinzip für eine wirksame Nebenabrede im Arbeitsvertrag auch berücksichtigt werden. Also wenn das so ist wie bei Ihnen, würde ich das zu Ihren Gunsten als auf der Arbeitnehmerseite einwenden in einem Verfahren und würde damit wahrscheinlich auch durchdringen. Das Problem ist nur immer, sowas interessiert immer erst in Kündigungsfällen und dann ist ja nicht gerade zufällig auch noch ein Schaden da. Passiert also relativ selten, wird es relativ wenig Rechtsprechung geben, weil wegen so einem vergleichsweise Pipifax streitet sich natürlich kein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber, wenn sonst alles in Ordnung ist. Außer man ist in einem sehr großen Unternehmen irgendwie, ja, oder im öffentlichen Dienst und hat da guten Kündigungsschutz. Astron Bates. Eher so ein Statement verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt im Moment gar nicht so genau, also jedenfalls keine Frage. Dann M sagt, die Videos sind zu leise. Ach, da hatte ich schon drauf geantwortet, dass wir jetzt mit Mikro arbeiten. Und sagt außerdem, er hätte Spaß, die Videos in Form von E-Education-Videos grafisch aufzubessern. Ja. Bewerben Sie sich gerne bei uns, ja. Ich muss mal gucken, kostenmäßig, das darf ich nicht ausufern, weil ich gebe ja vor allem schon mal meine Arbeitszeit rein und wir können nicht zu viel Aufwand betreiben. Ja, ich bin ein kleines Büro, ich arbeite hier selber sozusagen und bin in erster Linie auch Anwalt. Aber wenn dann, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jemand meine Videos ein bisschen aufbessert, ja. Bosanak 475. Was passiert, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitsvertrag nicht einhält, beziehungsweise im Vertrag steht eine andere Tätigkeit und es werden mehr Belastungen erwartet als abgemacht? Ja, das ist immer so ein Problem. Wenn es eine grundsätzlich andere Tätigkeit ist, muss man prüfen, ob man die überhaupt machen muss. Ja?
Niemals einfach verweigern, immer erstmal checken lassen. Aber im Grunde genommen wäre es nicht okay, genauso eine Arbeitsüberlastung, da muss man eine Überlastungsanzeige machen. Vielleicht unter diesen Stichworten nochmal bei den Videos weitergucken. Item 5. Herr Brindeleck, danke für die Beantwortung der Frage. Ich meinte dazu allgemein, wenn der Arbeitgeber den AU-Schein bekommt, sei es psychisch, orthopädisch, urologisch, nephrologisch, der Arbeitgeber kann immer Rückschluss daraus ziehen, welche Erkrankung der Arbeitnehmer hat. Deswegen hat es keinen Sinn, dass der Krankheitscode verborgen ist. Ja, 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 da ist was dran, aber nur auf, ich sag mal so, wenn es beim Psychiater ist, psychiatrisch irgendwas ist, ja, Psychologe oder sonst was, da ist der Rückschluss doch sehr negativ. Den habe ich ungern. Ja. Bei krankheitsbedingten Sachen und so weiter. Und den will man auch in seiner Arbeitnehmerkarriere ungern haben. Aber bei den anderen Sachen, was sie hier alles schreiben, ja, Urologe oder so, Orthopäde, das sind doch Leiden, die haben wir alle mal irgendwie Schnupfen. Und da sehe ich kein Problem für den Rückschluss. Ja. Also das bereitet mir in der Praxis im Kündigungsrecht kein Problem. Das ist natürlich generell nicht schön, wenn Sie oft krank sind aus Sicht des Arbeitgebers. Es wird sich auf Ihr Arbeitsverhältnis negativ auswirken. Aber für eine Kündigung da irgendwas draus zu zuppeln, also da brauchen Sie sich keine so großen Sorgen machen. Ja? In 22 Jahren hat das damit noch nie einer irgendwie wirklich was dann reißen können. Dann hatten wir, jetzt sind wieder diese alten, die ich schon gesagt hatte, sind schon welche drinne. Wenn man noch drin, irgendwie ist diese Reihenfolge hier, ich komme ja echt nicht mit zurecht. Dann gefährliche Berufe, Kraftfahrer. Die vielen Vorschriften geben dem Fahrer aber auch einen Schutz, man muss sie nur einhalten. Ja, das ist richtig. Und dann interessant wäre eine Ausführung zur Arbeitsbereitschaft versus Arbeitspause. Hatte ich Videos zugemacht? Wenn Sie Pause haben, muss vorher verstehen, von wann bis wann ist Pause. Von dann bis dann ist Pause. Und dann ist die Pause zu Ende. Und wenn Sie währenddessen aber ständig abgerufen werden können, wie zum Beispiel die Taxifahrer, die immer stehen und dann ein Stück weiterfahren müssen, ist das keine Pause. Fragte 14 Miki, war das die Frage. Dann Berto G., was zur A-Wohn-Link, habe ich noch nicht gelesen. Francesco Cettino, das ist auch dieser Kapitän, heute sind ja nur Berühmtheiten hier, das ist auch dieser Kapitän, der da dieses Kreuzfahrtschiff auf die Felsen gesetzt hat. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Ort war, da irgendwie in Italien irgendwo. Hallo, zählt das Wort Kümmeltürke auch als Beleidigung? Habe mir sagen lassen, die Deutschen darf man als Köterrasse bezeichnen. Beides Beleidigung aus meiner Sicht. Klingt für mich wie eine Beleidigung. Beides. Peter Racho. Ich verstehe nicht, warum man immer in die Kiste mit Fäkalvokabeln greifen muss, wenn man jemand richtig eine einschenken will. Es gibt so viele verbale Äußerungen. Ja, völlig richtig. Ja, zum Thema Kündigung wegen Beleidigung als Drecksdurke. Haben Sie völlig recht. Ich mache es auch mal hier gerne. Man sagt mal gerne Schimpfwörter. Also ich sage hier mal gerne, ich mache gerne mal so ein Video, wo ich mal so sagen, immer dreimal Arschloch sagen kann. Ja? Weil man sagt, das ist irgendwie so abreagieren. Wir sagen einfach gerne mal Arschloch, ich jedenfalls. Und das machen andere auch. Aber man sollte es eben nicht als Arbeitnehmer zu seinem Kollegen oder erst recht nicht zu seinem Chef sagen. Ja? Sonst ist es schwierig. Gefährliche Berufe, Kraftfahrer, André Freiherr von Arnswied. Ich kann an dieser Stelle bestätigen, dass bei uns Lokomotivführern seit Inkraftsetzung der EU-Eisenbahnführerscheinrichtlinie vor dessen Erteilung ebenfalls das Punkteregister in Flensburg abgefragt wird und dass Fehlverhalten oder sogar Strafen im Straßenverkehr dem Eisenbahnbundesamt gemeldet werden. Ja, danke. Danke für den Tipp. Ja, wusste ich gar nicht, so, aber erscheint mir logisch. NW. Ich arbeite als Metzgerin bei Edeka. Wenn ich schwanger werde, weiß ich, dass ich ein Arbeitsverbot bekommen werde. Genau. Aber darf der Arbeitgeber mich während der Schwangerschaft bis zum Eintreten des Mutterschutzes an der Kasse oder woanders im Laden einsetzen? Kommt auf das Schwangerschaftsverbot an. Das muss die Behörde letztendlich entscheiden, was der darf oder nicht. Ja?
Aber ich würde mal sagen, sie werden dann wahrscheinlich nicht eingesetzt. Ja. Drive Long Road. Werden nun Politiker, die der deutschen Bevölkerung den Volkstod wünschen und auf Demos hinter Bannern mit der Überschrift Deutschland, du Stück Scheiße herlaufen, auch entlassen? Ja, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Da sind ja keine Arbeitnehmer, das sind frei gewählte Volksvertreter, wenn sie die meinen. Und wenn die in ihrer Freizeit sowas machen, muss es erstmal Bezug zum Arbeitsverhältnis sein. Wenn sie jetzt Kommunalpolitiker sind, in der Freizeit da durch die Gegend laufen mit solchen Dingern, dann muss man erstmal irgendwie den Bezug zu ihrem Arbeitgeber herstellen. Da hatte ich schon Videos zu gemacht. Uschi Öner sagt, am besten nach der Arbeit privat wo treffen und gegenseitig in die Fresse hauen. Hey, das war mein Lieblingskommentar diese Woche. Genau. Nicht bei der Arbeit. Einfach privat in die Fresse hauen. Das ist das Allerbeste. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Ja, ist das Allerbeste. Immer schön privat das machen. So, Doc Brown, aber das ist ein Beispiel, dass sogar ein Grad der Behinderung, die jemand hat, vor Kündigung nicht schützt, wenn er sichtlich Scheiße baut. Na klar, wenn Sie schwere Verfehlungen gegen Arbeitsverhältnis, da wissen Sie nochmal, der Grad der Behinderung, also die Schwerbehinderung, schützt ja nur davor, dass Sie im Zusammenhang mit der Kündigung wegen der Schwerbehinderteneigenschaft benachteiligt werden. Alle anderen Kündigungsgründe sind nicht besonders geschützt. Natürlich wegen der ganzen Formalen haben sie de facto trotzdem ein bisschen besseren Kündigungsschutz. Aber so rein dogmatisch vom Ansatz her sollen sie als Schwerbehinderter nur nicht benachteiligt werden. Dürfen sie nur nicht benachteiligt werden. Sie werden aber auch nicht bevorzugt. Das heißt, wenn sie etwas machen, was bei einem normalen Arbeitnehmer eine Beleidigung oder ein Schlag oder so reichen würde, reicht es bei ihnen auch. Theoretisch. Praktisch gibt es viele Formalen, viele Probleme. So dass man im Endeffekt sagen kann, auch da hat der Schwerbehinderte deutliche Vorteile. Auch bei der Interessenabwägung nachher wieder und so. Na gut, aber nicht, ich verzettel mich. Jetzt muss ich noch ein paar, mache ich noch ein paar kurze Fragen. Also kurze Fragen haben immer auf den Punkt, haben immer einen kleinen Vorteil. Während ich natürlich die langen Sachen auch mal lese und da Anregungen kriege, ja, muss man immer so ein bisschen, wenn man eine ganz spezielle Frage hat, ganz kurz mal, weil ich merke, je mehr die Zeit rast, ich habe mir heute wieder die Uhr gestellt, weil ich soll ja nicht so lange machen, haben ja ein paar gesagt und meine Stimme hat es auch gesagt, meine innere Stimme, weil ich immer so heiser bin danach. Deswegen wird ja gleich die Uhr klingeln. Jetzt gucke ich mal nach den kurzen. Haben Sie für Mobbing Betroffene, fragt Sophie T, ein Video gemacht? Ja, habe ich. Da gibt es einfach in der Kanalsuche bitte eingehen. Zuschütten mit Arbeit, während andere nicht beschäftigt werden. Ja, gibt es auch. Mobbing-Tagebücher gibt es Vorlagen. Ja. Lärmbelästigung durch Mieter. Was tun, wenn andere zu laut sind? Ja, ist eher so eine so von Pinea Bruce, eher so eine Äußerung nochmal so, dass man sich nicht sozial verhält bei Lärm im Mietshaus, ja, dass das überhaupt notwendig ist, haben Sie völlig recht, ja. Leider so, aber das kann man bei vielen Sachen, die ich mache, sagen. Dann soll ich was zum User Seidelmann sagen. Ist die von ihm genannte Abfindung realistisch? Oder hat der Arbeitgeber so viel geboten, weil er Angst hat, dass er zurückkommt? Das fragt Serena Vollmann. Ich habe gerade ein Video gedreht, wo ich nochmal zu diesen automatischen Abfindungsberechnungen, zu diesen Regelsätzen und so weiter was sage. Ich weiß jetzt nicht genau, das habe ich hier vorher gedreht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher oder hinterher kommt, wahrscheinlich hinterher. Warten Sie noch ein, zwei Tage, gucken Sie sich das Video an. Ja? Weil ich jetzt gerade den Seidelmann hier, den Herrn Seidel oder Frau Seidelmann, User Seidelmann nicht habe, muss ich nochmal gucken. Wenn ich zu dem komme, beantworte ich die Frage dann nochmal genauer. Also es sind immer Verhandlungssachen. Deswegen ist unrealistisch eigentlich nichts, wenn der Arbeitgeber sie nur sehr dringend loswerden will, das für den Arbeitgeber wirtschaftlich ist. Wie man das berechnet, habe ich in diesem anderen Video, was jetzt kommt, nochmal dargelegt. Dann ist nichts unrealistisch. Ja? Falsche Beschuldigung durch Kollegen. Betriebs- und Personalrat lieber nicht, sagt Dextra Mortis, direkt zum Anwalt und sich beraten lassen. Diese Betriebs- und Personalräte kochen ihr eigenes Süppchen. Ja, wenn ich immer so sage, gleich zum Anwalt, das ist immer das Sicherste. Aber das, wissen Sie, der Kanal ist ja auch da für die Leute, vor allem, die nicht zum Anwalt wollen. Die anderen können ja zu mir kommen, ja, oder zum anderen Anwalt. Und deswegen sage ich das immer nicht so gleich als erstes. Aus meiner Sicht immer am besten. Zum einen, weil es am sichersten ist. Zum anderen, weil ich damit mein Geld verdiene.
Ja, aber es gibt auch Personalräte und Betriebsräte, an die man sich wenden kann, die jetzt vertrauensvoll mit den Arbeitnehmern zusammenarbeiten und ihren Job ernst nehmen. Und ich sage ja immer, wenn Sie sich über Betriebsräte beschweren, sage ich den Arbeitnehmern immer, ey, überlegt mal, was bei euch schiefläuft. Warum wählt ihr die? Ihr wählt die ja alle 4 Jahre. Ja, also muss man gucken. Yusuf Ponek sagt, danke hat mir geholfen zum Gewährleistungsvideo. Ist ein ganz altes Video, aber freut mich, dass auch mal die alten einer wieder anguckt, die alten Dinger, wo ich noch irgendwie vor einer schmutzigen Wand stehe. Nils Henrich, wie sieht es denn aus, wenn man im Arbeitsvertrag eine Provisionsvereinbarung drin hat, wo man das Ziel schwer bis gar nicht erreichen kann? Überprüfen lassen, wenn das nicht erreicht werden kann, Schadensersatzanspruch in Höhe der Provision. Ja? Muss natürlich objektiv dann geprüft werden. Dragistar 5891, lieber Herr Bredereck, meine Arbeitsbedingungen entsprechen nicht den Erwartungen, sondern sind überdurchschnittlich belastend und stressig. Unter besonderen Bedingungen wurde ich vorher nicht informiert über besondere Bedingungen. Ich wünsche mir eine Kündigung von meinem Arbeitgeber, um genug Zeit zu haben. Kann man von der Arbeit fernbleiben, um eine Kündigung zu provozieren? Nein. Also nicht einfach fernbleiben. Da kriegen Sie fristlose Kündigung wegen Arbeitsverweigerung, zack, weg sind Sie. Da kann man wenig machen. Nee. Aber es gibt ja bestimmte Verhaltensweisen, die die Arbeitgeber nicht gefallen. Dienst nach Vorschrift, durchschnittliche Leistungserbringung und so weiter. Bestimmte Reaktionen im menschlichen Bereich. So wie die Arbeitnehmer die Arbeitgeber mobben, mobben manche Arbeitnehmer auch Arbeitgeber. Manche sind dann übermäßig häufig krank, weil sie ja so überlastet sind. Ja, mehr kann ich jetzt einmal dazu nicht sagen. Ich sage einfach nur, was so passieren kann. Ich rate keineswegs dazu. So, jetzt klingelt meine Uhr. Die Zeit ist rum. Wir werden jetzt Schluss machen und ich werde an dieser Stelle dann in der nächsten Woche versuchen weiterzumachen. Ich hoffe, ich finde die auch. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.